Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pikmin 3. Ja, wir sind immer noch im Herausforderungsmodus, besiege die Kreaturen. Und wir machen einfach mal weiter. Garten der Begegnung 2 geht 7 Minuten. Nicht das, nein, das da wollen wir. Eisöde der Verwirrung geht in 9 Minuten. Macht insgesamt 16, macht einen Part, wunderbar. Schön, endlich mal wieder zwei Aufgaben in einem Part. Ich hatte eigentlich nicht mehr vor, so viele Parts zu machen. Ja, warum nicht? Ja, weil ich Zeit für andere Projekte haben möchte. Besiege die Kreatur in Garten der Begegnung 2. Ja, ich bin gespannt. Wir kennen das Level schon. Haben aber jetzt andere Gegner, andere Pikmin und glücklicherweise nur eine einzige Truppe. Ja, schauen wir uns um. Hier haben wir erstmal eine Glaswand. Die machen wir mal so schnell kaputt. So. Ich hatte es ja im letzten Part schon erwähnt. Ich habe oben an meinem Rechner eine TV-Karte aufgenommen. Oder bei der letzten Session. Das mache ich jetzt gerade auch wieder, weil mir die Qualität besser gefällt. Oh. Das sind aber definitiv die falschen Pikmin. Nein, nein, nein. Wir brauchen andere Pikmin dafür. Ich habe keine Ahnung, wie wir mit unserer Pikmin-Auswahl die Schnapper kaputt kriegen sollen. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Denn hier sind auch Gegner. Ziel ist weiterhin, eine Medaille zu kriegen, wenn es irgendwie geht. Aber gut. Kann halt nicht immer klappen. Ich würde sagen, wir holen uns ein paar neue Pikmin. Nein, nein. Ja, Steine, genau die will ich. So. Denn ein bisschen Population machen ist ja nie verkehrt. So, jetzt, ja, würde ich sagen, versuchen wir mal hier die Brücke fertig zu bauen. Ich hoffe, dass die Wasserläufer uns dabei nicht hindern. Und bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. Sonst kommen wir nämlich, glaube ich, nicht darüber. Ja, schon mit den Fliegepikmin, aber das muss ja nicht unbedingt sein. Gut, ja. Wie gesagt, ich nehme wieder eine TV-Karte auf. Ist für mich halt immer ein bisschen mehr Akt als eine normale Aufnahme, weil ich dafür halt immer die Wii U hochtransportieren muss in mein Büro rein. Fuckeroo. Alter! Na gut. Das wollte ich zwar so nicht. Ich wollte auch eigentlich gar nicht hier hin, weil der Schnapper mir da irgendwie das nicht so einfach macht. Nee, geh weg. Kannst mich mal. Ich brauche dich nicht. Ey. Wie viel haben wir denn noch? 17. Oh Gott. Ey. Leute, die sind schon ganz schön ätzend, diese Wasserläufer. Na, ich würde sagen, ich schicke hier den Rest meiner Fliege-Pikmin auch noch drauf. Dann geht's in diesem Durchgang auf jeden Fall zu Ende. Ja, kommt, nehmt euch die letzten Teile Brücke mit. Ihr sterbt ja nicht davon, oder? Nein. Genau, ihr fallt. Doch. Warum sterben die denn? Na gut. Ist halt immer noch Wasser und Wasser ist nicht gut für Pikmin. Gut. Haben wir gelernt. Können wir jetzt mit umgehen. Ne? Wir sind ja lernfähig. Aus Fehlern lernt man. Weiß ja jeder. So. Haben wir alle Pikmin? Ja. So, wir müssen jetzt schnell ein paar Gegner platt machen. Ich weiß nur nicht, wie sollen wir das hinkriegen mit unserer Pikmin-Auswahl? Drauf. Immer auf die Augen, hat man mir gesagt. Ja, wunderbar. Ja. Noch so ein. Nein, 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 nein. Komm schnell her. Es hat keinen Sinn gegen diesen Schnapper. Den kriegen wir nicht kaputt. Ich hoffe. Na, der ist auch nicht leicht. Nee, dahin drehen. Oh. Na gut, dann müssen wir halt ohne vernünftige Kamera spielen.
So, alles wieder zu mir und drauf, drauf, drauf. Wenn wir ihn immer schön auf die Augen werfen, müsste der eigentlich auch machbar sein. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, das sieht doch schon gut aus. Wir sind kurz vor einer Medaille. Ach, geh weg. Wo sollen denn hier noch so viele Gegner sein? Ja, das ist die Stelle, wo wir im... Ja. Wo wir in der Story... wo wir in der Story hier zwischen Brittany und, Elf hieß er, genau. Zwischen Brittany und Elf die Pikmin hin und her werfen mussten. Ha, aber irgendwie geht er doch. Ich hätte erst gedacht, das wäre mit den Fliegepikmin überhaupt nicht möglich. Gut, damit haben wir auf jeden Fall schon mal die Bronzemedaille. Gehen wir zum anderen Schnapper. Vielleicht kriegen wir den ja auch noch platt. Ich glaube zwar nicht, dass wir jetzt noch eine Silbermedaille bekommen können, aber... Ja, es läuft doch besser, als ich das mir erhofft habe. Nee? Komm, mach den doch platt! Gott. Gut, da waren wir jetzt zu langsam. Wir müssen dem einen bestimmten Schaden zufügen, damit er wieder sich in sein Erdloch vergräbt. Und das funktioniert leider nicht so einfach. Ja. Naja. Den kriegen wir auf jeden Fall noch kaputt. So. Ja, okay. Jetzt sind wir auch nicht mehr weit von der nächsten Medaille weg. Vielleicht kriegen wir die auch noch. So. Ah, schade. Na gut, dann jetzt mal Vollgas. Immer auf die Augen, auf die Augen, auf die Augen. So, und weiter geht's. Komm, komm, komm. Ja, das schaffen wir noch. Wunderbar, schön. Oh nein, das reicht nicht. Ja, das war's. Schade. Das ist jetzt tatsächlich schade. Hier könnten wir zwar eine neue Brücke bauen, aber dafür ist die Zeit zu weit vorangeschritten. Naja. Ich bin aber soweit eigentlich zufrieden. Na, 20 hätten noch gefehlt, also ein Picknapper oder einer von denen hier. Naja, ist okay. Mein Gott, was will man sich beschweren? Man hat ja immer noch eine Medaille gekriegt, ne? Also ist es immer noch besser als beim letzten Mal, wo wir gar nichts bekommen haben. Ja... Die Level sollen ja schwierig sein und auch einen Anreiz bieten, sie öfters zu spielen. Gut. Gut, gut. Eisöde der Verwirrung. Gehen wir da rein. Es ist übrigens Donnerstagmorgen vor meiner BWL-Klausur. Quasi einen Tag, nachdem ich Donkey Kong 64 aufgenommen habe. Wer das auch gucken sollte, weiß Bescheid, was ich damit meine. Da habe ich auch schon ziemlich viel über meine Klausur gesprochen. Ja. Es macht mich einfach fertig. Okay, wir haben wieder... Nein. Drei. Das macht es auch nicht einfacher. Hier alles zu koordinieren. So. Und du hast gelbe Pikmin. Gelbe Pikmin sind, glaube ich, jetzt erstmal so das Wichtigste. Sonst kommen wir nämlich mit dem Captain da überhaupt nicht raus. So. Mit Elf auch nicht. Ja, hier können wir einfach durch... Können wir nicht einfach durchlaufen, weil Alf keinen feuerfesten Anzug hat. Das ist scheiße. Nein, 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 weg hier. Scheiße. Ach Gott. Natürlich, mit einem Pikmin mache ich den kaputt. Komm her. Du bist super. Okay. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da wieder hoch? Wenn wir Brittany da hochwerfen, dann hat Brittany hier die Möglichkeit zurückzugehen. Ja. Ah. Rote Pikmin ohne Ende. Cool. Dann gehen wir doch erstmal hier auf diesen...
auf diesen wunderbaren Rüssel-Ignis. Der... Mann! Ich weiß gar nicht, sind hier in diesem Spiel eigentlich auch die... Die Rüssel-Aqua-Dinger vorgekommen? Habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Würde mich mal interessieren. Wer das verfolgt hat, kann mir das gerne mal schreiben. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen eigentlich da hoch die roten Pikmin abholen. Genau. Ah, ich sehe, dass dieses Level hier nicht einfach wird. Ihr hängt doch jetzt nicht hier im Gras fest, oder? Im Gras, im Stroh. Ach so, okay, deshalb waren die auch da unten. Kommt her, schnell! Danke. Jetzt hier rein. Danke. So, wir warten den nächsten Ball ab. Und durch. So. Alle auf ihn drauf. Nein, 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 kommt her. Nicht vom Ball treffen lassen. Fuck. Wo ist denn der Rest? Wie hat der die denn da unten hingekriegt? Verdammt. Ach so. Ja, ganz großes Kino. Ganz großes Damen-Tennis hier. Mach die platt, mach die platt. Die machen uns platt. Danke. Gott verdammt. So, ich möchte... Das lässt mich jetzt nicht kalt, ne? Ich will den jetzt unbedingt besiegen. Auch wenn der uns Zeit kostet ohne Ende. Ja. Scheint es sich aber anders überlegt zu haben, was es heißt, Schneebälle hier hinzuwerfen. Dankeschön. So. Das dürft ihr euch gerne holen. Jetzt sind wir hier mit Brittany vereinigt. Ja, das war dumm. Wir müssen dann nochmal einen Anführer hochschmeißen. Sonst haben wir gar nichts davon, dass wir die Pille geholt haben. Eigentlich eher negativ was davon. So. Nee, da. Elf. Wie viele tragen denn hier? Sieben. Na gut. Kommt, jetzt seid doch mal schneller. Verdammt nochmal. Ja, genau. Warum ich jetzt aufnehme, obwohl ich Klausur schreibe. Ich habe mir überlegt, kann ja nicht durchlernen, ne? Ich kann ja nicht 8 Stunden am Tag lernen. Das kriegt ja kein Mensch gebacken. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache das so. Ich lerne 1,5 Stunden, dann nehme ich 1 Stunde auf, dann lerne ich wieder 1,5 Stunden und so weiter und so fort. Und, ich glaube, dass das eigentlich ein ganz cooler Rhythmus ist. Indem ich was für mich mache, indem ich, ja, ihr seid echt Helden. Die größten Helden der Pikmin-Geschichte. Warum habe ich eigentlich nur 24 Pikmin? Ich hätte da gerne deutlich mehr. Scheiße. Den kriegen wir nur mit gelben Pikmin kaputt. Ja, Brittany, du bist echt die Beste. Nein, nein, nein! Fuck! Jetzt sind super viele gelbe Pikmin gestorben. Das heißt, wir müssen den mal eben abtransportieren. Noch einer. Und da... Aha. Gut. Ich nenne die Viecher mal Schneckmax. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Die sind, soweit ich weiß, auch komplett neu in Pikmin 3. Und sie sehen einfach so ein bisschen aus wie die Schneckmax von Pokémon. Deshalb nenne ich sie jetzt Schneckmax. Wer sich dagegen, wer was dagegen hat. Ja, sagt's ruhig. Ich glaube, ich werde trotzdem nichts daran ändern. Was haltet ihr davon? Ich finde, man kann generell eigentlich so ziemlich bei jedem Spiel und auch gerade bei Metroid kann man, Pokémon, genau, nee, Spielfiguren sehr häufig oder Gegner sehr häufig irgendwie nach Pokémon benennen, weil ja,
die sehen halt häufig echt sehr stark ähnlich oder ähneln denen sehr stark. So, was machen wir? Nehmen gelbe Pikmin hier für dieses Tor. Ja, Brittany, du bist echt, wie gesagt, du bist echt die Heldin. Wobei, nein, wir machen das anders. Brittany bleibt mal da oben. Hier habe ich noch einen anderen Gegner gesehen, nämlich ihn hier. Kommt her! Lasst euch nicht von dem fressen. Danke. Ah, und da ist auch dann schon die Medaille in Sicht. Das ist gut. Hier brauchen wir Stein-Pikmin. Gut, dass wir hier nicht hingegangen sind. Toll, also da können wir nur mit dem Captain hin. Das schaffen wir aber zeitlich. Ich glaube nicht, dass wir noch zum Captain kommen. Ich bin froh, wenn wir es... Toll, jetzt sind wir hier. Wenn wir es überhaupt noch irgendwie schaffen. Hallo? Wenn wir es überhaupt noch irgendwie schaffen... Oh, da lebt noch einer. Die Medaille zu kriegen. Denn das könnte sich gerade auch irgendwie als schwierig erweisen. Scheiße. Es wird knapp. Wir müssen jetzt schnell hier über den Fluss... Wie komme ich denn hier oben hin? Hier ist nichts mehr, wo ich so mal eben auf die Schnelle hinkomme. Okay, schnell. Ja, natürlich landet das rote Pikmin im Wasser, ist klar. So, Brittany, zeig, was du kannst. Aha, hier ist eine Steinzwiebel. Nee, es ist doch nicht wahr. Wir müssen erstmal durch dieses Tor hier. Na? Wenn ihr schnell seid, meine lieben Pikmin, dann könnte das funktionieren. Komm, macht's. Haut rein. Wir haben 20 Sekunden für den Gegner. Komm, ihr kriegt den platt. Oh, scheiße. Alle drauf. Toll und nein. Ach, Mann. Wir haben's verkackt. Wir haben's verkackt. Na. Das ist nicht sonderlich viel. Wir hätten wahrscheinlich 310 gebraucht. Und die zweite Niederlage im ersten DLC. Mein Gott. Es wird nicht besser. Es wird einfach nicht besser. Gut. Egal, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß dabei. Wenn ja, dann gebt einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich, keep gaming und ciao.